Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier. Leute, heute möchte ich euch mal wieder zeigen, wie man schnell in GTA Geld verdienen kann. Und diesmal machen wir das mit der Autowerkstatt. Und zwar lohnt sich eigentlich nur eine Mission davon, und zwar der Union Depository Auftrag. Und das zeige ich euch jetzt. Und ihr braucht auf jeden Fall dazu eine Autowerkstatt. Ihr kriegt mit der Autowerkstatt auch eine Garage für 10 Fahrzeuge. Also das lohnt sich schon. Mit der Werkstatt, die sitzt unten rechts, habe ich schon 30 Millionen verdient. Das geht schon. Diesmal in dieser Eventwoche gibt es zweifach Geld drauf. Ihr seht es gerade im Hintergrund. Und wir fangen gleich direkt an mit der ersten Vorbereitungsmission. Und die ist auf jeden Fall einfach. Und die zweite Vorbereitungsmission, die ist sogar noch einfacher. Die zweite dauert zwar ein bisschen länger, aber dafür ist sie viel, viel einfacher. Ich empfehle euch auf jeden Fall immer, einen Hubschrauber zu nehmen, dann kommt ihr schnell von A nach B. Wir fliegen jetzt in die Nähe von dem Strand unten zu den Hochhäusern und da fangen wir dann auch gleich an. Ihr müsst den Ausweis holen, gibt es ab und zu mal auch für diese Depository oder für die eigentlich alle, gibt es auch ab und zu mal Dreifachgeld. Das lohnt sich natürlich noch mehr. Heute in dieser Eventwoche ist halt nur Zweifachgeld. Ich sag mal, auf jeden Fall lohnt sich das auch. Ihr habt innerhalb von, ja, so circa 20, 25 Minuten habt ihr eine halbe Million. Das könnt ihr immer wieder wiederholen. Das ist ziemlich easy. So, wir gehen jetzt mal rein. Dann müsst ihr ungefähr 4-5 Typen erledigen auf jeden Fall. Und naja, da gibt es eigentlich keine Schwierigkeit. Ich glaube, das kriegt irgendwie jeder hin. Einfach reinlatschen und alle umnieten. Im zweiten Zimmer ist dann der Typ, dem wir eigentlich den Ausweis entnehmen müssen. Und dann müssen wir ein Fahrzeug zu einer bestimmten Stelle fahren. So, oh, okay. Ja, weg, jawohl, super. Okay, so jetzt die Türe aufschießen und rechts davon steht er eigentlich immer. Zack, jawohl, und den Ausweis mitnehmen. Ich glaube, bis hierher ist eigentlich auch kein Problem. Auch die weiteren Handlungen sind ganz easy. So, jetzt müssen wir in die Garage von der Immobilie. Und das Fahrzeug holen. Auch hier sind es so circa 4-5 Leute, die ihr umnieten müsst. Ihr könnt als Schutz immer das erste Fahrzeug nehmen, eigentlich ganz easy. Und hinten links der SUV, den müssen wir holen, den schwarzen. So, einer noch. Na, komm, guck raus, jawohl, jetzt haben wir den. So, ins Auto rein und raus. Am besten gar nicht erst versuchen, die Leute abzuknallen, die euch jetzt gleich verfolgen. Das braucht ihr nicht. Einfach davonfahren. Ihr solltet halt nirgendwo hängen bleiben mit dem Fahrzeug, Unfall bauen oder sonst irgendetwas. Dann werdet ihr wahrscheinlich abgeknallt. Aber ansonsten ganz einfache Sache, und zwar solltet ihr zu einer bestimmten Stelle fahren. Ich zeige es euch gleich. Jetzt fahren wir zuerst mal hin. Ihr seht schon, wir werden jetzt von hinten angegriffen, aber das ist eigentlich kein Problem. Einfach davon fahren. Wir haben drei Möglichkeiten, wo wir das Fahrzeug abstellen können. Ich empfehle euch
in der Tiefgarage das Auto abzustellen. Das ist der kürzeste Weg nachher auch für den Heist. Dann ist es viel, viel einfacher als die anderen zwei Stellen. Dann müsst ihr mehr laufen. Dann besteht die Möglichkeit, dass ihr einfach abgeknallt werdet. Also ich habe bis jetzt mit dieser Version am besten den Heist durchgeführt. So, Fahrzeug abgestellt. Die erste Vorbereitungsmission haben wir eigentlich schon hinter uns. Jetzt müssen wir nur noch das Gebiet verlassen. Und erste Vorbereitungsmission haben wir hinter uns. Dauert 5 Minuten. Also ich habe es in 5 Minuten geschafft. Geht bestimmt auch schneller. Und natürlich, Leute, wenn man das zu zweit oder zu dritt macht, geht es viel, viel schneller. Das ist klar. So, dann fahren wir wieder zurück zur Autowerkstatt. Dann machen wir die zweite Vorbereitungsmission. Und zwar brauchen wir es eine Tresorkombination von dem Bankdirektor. Und das ist noch einfacher als, wie gesagt, also vom Schwierigkeitsgrad absolut niedrig. Dazu müssen wir zum Flughafen fahren, beziehungsweise ich fliege. Wie gesagt, immer Heli nehmen, so geht es immer am schnellsten. Und wir brauchen einen Polizeihubschrauber. Der wird unten links in der Karte markiert, wie ihr gerade seht. Und gar nicht lange rummachen, landen. Es sind immer zwei Polizisten vor Ort sozusagen, die abknallen und einsteigen. Ihr seht schon, unten links blinkt das Blau, Polizeihubschrauber. Links und rechts stehen zwei Polizisten. Ich werde jetzt gleich einsteigen. So, den einen Polizisten, den zweiten lasse ich mal liegen, der versteckt sich da hinten. Genau. Und in Sachen Sterne wegkriegen, also das ist ganz einfach. Wenn ihr in das Hubschrauber eingestiegen seid, einfach ganz gerade nach oben fliegen, aus der Sichtweite der Cops, damit die euch nicht sehen, und dann fliegt ihr einfach Richtung Stadtmitte zu den Hochhäusern und ihr werdet sehen, sobald ihr dort angekommen seid, sind die Sterne weg. Also richtig, richtig easy. Ihr braucht nicht rumzuballern, euch zu verstecken oder sonst schon was. Also richtig easy. Die blinken schon, die drei Sterne da oben rechts. Sind wir gleich da. Und jetzt müssten die Sterne gleich weg sein. Jetzt, ihr seht, also richtig easy. Ohne Verstecken, ohne davonfliegen, um die Gegend. Eigentlich ziemlich einfach. So, dann braucht ihr, in dem Fall müsst ihr das Fahrzeug von dem Bankdirektor jetzt lokalisieren. Das ist immer das gleiche Fahrzeug. Es ist immer ein blauer Porsche. Hier auf dem Parkplatz, der steht immer unterschiedlich, das ist klar. Ihr müsst nur gucken, wo er ist. Dann drückt ihr die L3-Taste zum Schwebemodus, damit ihr das lokalisieren könnt. Dann drückt ihr einmal die rechte Pfeiltaste und dann wird es schon gescannt. Ihr seht's. Und zack. Lokalisiert, ihr seht, der Bankdirektor hockt auch schon drin. Jetzt müsst ihr eigentlich den Bankdirektor eigentlich nur hinterherfliegen. Ihr müsst nur aufpassen, dass er euch nicht entdeckt. Unten rechts wird es angezeigt, ob er euch sieht oder auch nicht.
einfach mit großem Abstand den Bankdirektor hinterherfliegen. Es gibt eigentlich nur zwei Stellen, entweder unten am Strand bei dem Hotel oder er fährt hier rechts, so wie ihr es gerade seht. Und da gibt es auch ein Hotel und da einfach nur hinterherfliegen. Wie gesagt, ihr müsst halt nur ein bisschen aufpassen. Nicht, dass er euch sieht, weil sonst müsst ihr alles wieder von vorne spielen. Also ich habe es ab und zu mal auch nicht drauf geachtet und dann, ja, shit. Dann musste ich das alles wieder von vorne machen. Das ist natürlich blöd. Ihr seht unten rechts Entdeckung. Bei mir ist es auch einfach stehen bleiben oder ein bisschen zurückfliegen. Dann funktioniert das schon. Im Grunde genommen müsst ihr eigentlich nur jetzt ein Foto machen von dem Bankdirektor, wie der mit seiner Geliebten rummacht auf dem Balkon und so weiter. Auch bei jedem Hotel sind es verschiedene Punkte, wo die stehen können, aber das ist absolut easy. Ihr seht es dann unten links an der Karte, wo sie ungefähr sind. Dann drückt ihr die L3-Taste für den Schwebemodus, macht ein Foto und fertig. So, jetzt sind wir gleich angekommen in dem Hotel. So, jetzt warten wir, bis der drin ist. Ihr schaut einfach unten links an die auf die Karte. Dann kommt ein blauer Kreis und in dem Gebiet praktisch ist der Direktor mit seiner Geliebten zu sehen. Müsst da nur kurz hinfliegen. So, ihr seht, jetzt ist da ein Fragezeichen mit dem gelben Kreis. Das ist eher rechts von dem Hotel, da fliegen wir jetzt hin. Und ihr müsst zuerst mal gucken, dass es angezeigt wird. Das zeige ich euch geschwind jetzt gleich. Nehmt einfach die Kamera vom Hubschrauber, einfach rechte Pfeiltaste. Und ihr seht, dann wird es markiert gleich. Ihr seht, ja, blauer Pfeil, dann wird es markiert. Und jetzt könnt ihr ein Foto davon machen. Ihr müsst halt ein Foto machen, wo die zwei sich, ja, ihr seht es im Hintergrund, einfach umarmen oder knutschen oder egal. Hauptsache, ihr macht ein anfängliches Foto. So, dann haben wir jetzt praktisch schon die zweite Vorbereitungsmission durchgeführt. Ihr habt gesehen, eigentlich ziemlich easy und auch in 5 Minuten zu machen. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Heist. Der ist, naja, es kommen ziemlich viele Cops, auf jeden Fall. Es ist nicht gerade super leicht, aber es ist alleine auch gut zu meistern. Absolut kein Problem. Kann mal passieren, dass er vielleicht auch einmal stirbt und so weiter. Auch kein Problem. Ihr habt immer ein extra Leben. So, jetzt fahren wir sozusagen zu der Tiefgarage, wo wir den SUV abgestellt haben. Da fahren wir jetzt hin. Mit dem SUV-Fahrzeug fahren wir zur Union Depository. Und gleich hier von Anfang an, lasst einfach die Waffen wegstecken, auch wenn ihr mit mehreren Leuten spielt. Niemand sollte irgendwie eine Waffe ziehen oder sowas, dann gibt es auch nicht frühzeitig Alarm und ihr müsst gleich von Anfang an volles Rohr loslegen, absolut, einfach nur die Waffen weglassen. Dann könnt ihr ganz gechillt in die Bank rein, das Gold holen und dann erst geht's ab. So, ihr seht, warum ich dort parke. Also der Weg ist ziemlich kurz.
Yeah, try to look like you got a head injury and you failed the LSPD psych test. You know, you're a little slow. Reinlaufen. Dann müsste man geschwind hier unseren Ausweis zeigen, den wir beim Bankdirektor, in der ersten Vorbereitungsmission uns geholt haben. Den zeigen wir, damit wir auch reinkommen. In den Aufzug. Nice. Und dann geht's auch gleich los. Ja, Leute, wenn ihr weiterhin solche Videos sehen wollt von mir, wie man schnell Kohle macht und ich euch gerne erkläre, wie man es am einfachsten durchführt, Tipps und Tricks und so weiter, gerne auf meinem Kanal, gibt's eigentlich ganz viele solche Videos. Sei es von Caio Perico, sei es von Casino oder sonst irgendwelche Heists oder andere Missionen, wo man ziemlich viel Geld macht, gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Ihr könnt auch sozusagen die Glocke aktivieren und dann verpasst ihr eigentlich auch nichts. So, weiter im Video. Jetzt haben wir das Gold eingesammelt. Unsere Tasche muss voll sein, sonst funktioniert das nicht. Also, Alarm ist schon mal losgegangen. You wanna see a fucking response time? Do something to get the Balzac nervous. These motherfuckers in each other's pockets. Jetzt ist die Stelle, wo euch eine Waffe ziehen solltet und hier momentan gibt es eigentlich keine Gegner. Hier versteckt sich noch einer im Aufzug, den müsst ihr nicht umlegen. Ihr könnt auch nur reinlaufen und dann fängt eigentlich das eigentliche Heist eigentlich an und ja, ich presche jetzt nicht durch das eher langsam machen. Ihr könnt hier eins nach dem anderen abknallen. Also nicht gerade volles Rohr reinlaufen oder rauslaufen in dem Fall, dann sind es einfach zu viele und ihr werdet abgeknallt. Also ich mache das lieber eins nach dem anderen. So, immer ganz, ja, um die Ecke gucken. Jawohl, genau, eins. Also übrigens, die stehen immer an der gleichen Stelle. Also ihr müsst, falls ihr das nicht beim ersten Mal schafft, wie gesagt, die stehen immer an der gleichen Stelle. Ihr könnt auch Haftbomben oder sonst schon etwas hier benutzen. Das ist auch kein Problem. Ihr könnt alles in die Luft jagen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten hier rauszukommen. Ich mache das eher auf die chillige Art. Und vergesst nicht, vielleicht ab und zu mal Snacks zu holen. Unten links wird es ja immer angezeigt. Ich habe gerade eben auch ein paar Snacks geholt. So, hier ist noch einer. So, jetzt wenn ihr nach rechts schaut, dann steht immer ganz hinten, steht auch einer immer. So, und jetzt werden jetzt gleich zwei Fahrzeuge von den Cops gleich reinfahren. Die sind eigentlich auch nicht arg schwer. Ihr könnt auch da Rohrbomben, Haftbomben, alles benutzen, würde auch gehen. Es sind meistens nur 4-5 Cops. Eigentlich geht es, das ist kein Problem. Wichtig ist, also ab und zu mal kommt jetzt auch von hinten einer. Da ist auch einer, ihr seht. Jetzt muss man gucken, dass wir jetzt hier rauskommen. Und draußen stehen ungefähr, ich schätze mal so 10, 15 Cops. Die müssen wir vorher erledigen, weil wir müssen jetzt praktisch auf die andere Straßenseite. Und wenn 10, 15 Cops um dich rumschwirren, das schaffst du nicht. Vor allem, weil du jetzt mit der Goldtasche ziemlich langsam laufen kannst. Also du kannst nicht rennen. Deswegen
auf jeden Fall gucken. Also ich zumindest mache das so, ich gucke, dass halt niemand mehr da ist von den Cops. Und dann kommen wir auch rüber. Ihr seht den Hubschrauber, die lassen zwei Leute runter, die dann praktisch auf dem Balkon oben sich befinden. Die müsst ihr eigentlich nicht unbedingt abnieten. Ja, Snacks nicht vergessen. So, es müssten unten noch zwei Stück sein. Jawohl, hier ist einer. Also ich, und auf der rechten Seite müsste auch noch einer sein. Ab und zu mal passiert es auch, dass ein NPC praktisch hier reinfährt. Dann könnt ihr sein Auto nehmen. Das ist manchmal ziemlich praktisch. Einfach sein Auto nehmen und dann rüberfahren. Das wäre die einfachste Version. So, sind die zwei Leute hier oben auf dem Balkon, wie ich euch gesagt habe. Wie gesagt, ihr müsst sie nicht abknallen. Das geht auch so. Und immer darauf achten, dass sie Snacks zu nehmen. Ihr müsst auf jeden Fall mit voller Energie rüberlaufen, weil sonst schafft ihr das nicht. So, von jetzt ist wieder bei mir knapp. Boah, von rechts kommt jetzt noch einer. Snacks nehmen, jawohl. Genau. Auf die Beine schießen, in so einem Fall. Na? So, jetzt. Ihr seht es auf der Karte unten links, es sind keine Cops mehr. Dann könnt ihr auch rüberlaufen. Dann werden jetzt auf jeden Fall zwei Kopffahrzeuge jetzt kommen. Ihr könnt versuchen, direkt ins Auto zu gehen. Das geht eigentlich meistens. Oder ihr knallt die vier Cops hier ab. Das ist euch überlassen. Aber in der Regel, also ich entscheide immer, ob ich jetzt ziemlich früh in die Garage reinlaufe oder spät. Wenn ihr ziemlich früh reinlauft, dann habt ihr eigentlich genügend Zeit, ins Auto einzusteigen. So, sobald ihr im Auto drin seid, dann kommen, werden nochmal zwei Kopffahrzeuge kommen, aber einfach dran vorbeifahren. Ah, muss der jetzt im Weg stehen. Und auf jeden Fall gibt es immer zwei Orte, wo ihr das Gold abgeben müsst. In dem Fall ist es bei mir auf der linken Seite der Karte und ich gehe immer direkt auf die Autobahn. Da könnt ihr mit Vollgas rüberfahren und müsst natürlich vorher die Sterne loswerden. Und ihr braucht jetzt nicht zu versuchen, jetzt sofort die Sterne loszuwerden. Das schafft ihr nicht, das geht nicht. Ihr kriegt immer wieder eure 5 Sterne. Ich habe es schon öfters probiert, es geht noch nicht. Es geht erst, wenn ihr am Militärflughafen, also praktisch jetzt, durch den Tunnel gefahren seid. Erst dann könnt ihr die Sterne loswerden. So, und die Sterne loswerden ist eigentlich ganz einfach. Hier am Flughafen, hier rechts den Berg hochfahren. Die können euch nicht hinterherfahren, oder was heißt können, sie machen es einfach nicht. Das Einzige, wo ihr drauf achten müsst, ist, dass der Hubschrauber, der euch gleich verfolgen wird, euch nicht ins Visier kriegt. Ihr seht es auf der linken Seite, da kommt jetzt ein Hubschrauber. Einfach nicht in sein Radar einfach reinfahren. Dann sieht er euch nicht. Dann habt ihr es eigentlich schon geschafft. Und es ist, auch die Mission ist eigentlich relativ zu schaffen in, 10, 12 Minuten. Eigentlich ganz einfach. So, es müssten gleich die Sterne los sein. Jawohl, jetzt haben wir die Sterne weg. Und hier unten müssen wir es abgeben.
Und dann haben wir das eigentlich schon geschafft. Ja, Leute, ich würde sagen, wenn es nur ganz normal 300.000 gibt, dann ja, muss es jeder selbst für sich wissen, ob sich das lohnt oder nicht. Ich mache das eigentlich nur, wenn es zweifach oder dreifach Geld gibt. Das gibt es auch sehr oft. Ansonsten mache ich es eigentlich nicht. Aber ich würde sagen, das macht auf jeden Fall Spaß und es lohnt sich. Danke fürs Zuschauen, Leute, und bis zum nächsten Mal.